Die Firma SKI ist entstanden aus der Übernahme der ehemaligen Produktionsstätte der Firma Germina in Südthüringen. Die Firma Germina war zu Zeiten der DDR ein Kombinat mit sehr vielen Mitarbeitern, die Sportgeräte für die DDR und für den Osten hergestellt hat, vornehmlich Wintersportgeräte. Wie es nach der Wende häufig war, war die Firma nicht mehr wettbewerbsfähig. Und nach mehreren Schwierigkeiten habe ich zusammen mit meinem Freund Bernhard Seidel 2001 auf Anregung des Deutschen Skiverbandes die Firma übernommen, wohl wissend, wie hart der Wettbewerb im Skibaubereich ist. Wir halten sehr intensiven Kontakt zu unseren Kunden. Das sind in erster Linie natürlich die Springer selbst. Die haben eine enge Beziehung zu den Trainern und zu deren Technikern. Das ist unser Zugang zur Individualisierung unserer Produkte. Die richtige Auswahl der Bauteile als solches und dann natürlich auch die Kombination der Bauteile an der richtigen Stelle des Skis sind maßgeblich für die Individualität und die Qualität des Skis. Ja, die Skis sind total wichtig. Das ist halt das, was dich mit am meisten prägt. Und jeder Sportler hat persönlich für sich einen Ski, wo er sagt, den nehme ich her, weil jeder Ski ist auch eine andere Bauart. Es gibt weiche Ski, gibt harte Ski, gibt Ski mit weiten Spitzen vorne, gibt Ski mit flachen Spitzen. Und ja, da muss man halt als Sportler gucken, was man braucht, was man bestellt, damit wir einfach ein bisschen schneller die Spur runterkommen und somit ein paar Meter weiterspringen. In einem Ski sind 36 unterschiedliche Bauteile verbaut. Die Hanikam-Barbe ist mit Harz gedrängtes Papier. Es ist sehr leicht und auf der anderen Seite in einer Richtung ausgesprochen stabil, so fast so stabil wie Vollholz, wie Festholz. Findet natürlich jetzt auch mittlerweile im Flugzeugbau entsprechend Verwendung. Das sind unsere Holzvorräte. Das ist im Wesentlichen Exotenholz aus dem westlichen Zentralafrika. Das Holz heißt Wawa oder Samba oder Abachi. Es zeichnet sich dadurch aus, dass es sehr leicht ist, hat wenig Jahresringe und deswegen neigt es auch nicht zum Reißen und es verzieht sich auch nicht. Und deshalb ist es auch wegen des Gewichtes sehr geeignet, um im Skibau Verwendung zu finden. Natürlich werden auch sehr moderne Werkstoffe verwendet, die im Sprachgebrauch des Skibauens als Züge, als Unterzüge oder Oberzüge verwendet werden. Carbon- und Carbon-Glasfaser-Matten, die entsprechende Stabilitäten oder Flexibilitäten auch steuern lassen. Natürlich ist eine Laufsohle drunter ganz wichtig für die Geschwindigkeit und auch für die Oberfläche entsprechendes Material, bei dem man auch entsprechende Werbeflächen anbringen kann. Ohne diesen Werbeeffekt wäre es uns nicht wirtschaftlich nicht möglich, Sprungski herzustellen. Das ist die Basis unseres wirtschaftlichen Handelns. Also wir sind sehr stolz auf unsere Mitarbeiter, auf deren Qualitätsverständnis und auf deren Erfahrungen und Know-how. Liegt mir am Herzen, nicht nur das Material ist es, nämlich im Wesentlichen ist es das sind es die Mitarbeiter und das Personal. Die Wahrheit ist das Ganze.